Legen wir los. Heute geht es mit Laube, also mit Köderfisch an die Achtuba. Und zwar nicht auf Weißlachsangeln, sondern wir testen mit der Matchrute auf kleine Fische. Wie im letzten Video schon gezeigt, wo es die Lauben gibt, zack, da eben gestern Abend noch rumhantiert und einige rausgezogen in Gänze hier, ja, mit ein paar Kaffeeaufträgen, also über 200 Silber noch gemacht mit dem Ganzen. Und ja, Trophies gehen auch rein und die Lauben, die verarbeite ich jetzt gleich Stück für Stück zu Köderfischen und dann geht es an die Achtuba. An der Achtuba angekommen geht es jetzt zum Weißlachs-Spot, denn da geht jede Menge als Beifang. Braschnikow-Hering oder eben der normale kaspische Hering. Und die suche ich jetzt. Ich werde mal gleich gucken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich da drauf gehe. Ich denke mal, so ganz groß von den Haken werde ich gar nicht reingehen. Und dann mal gucken, ob ich es mit der Match probiere oder eben auch mit Grundruten. Ich habe ungefähr 20 Lauben jetzt aus einer Stunde. Also 20 köderfischfähige Lauben aus einer Stunde Laubenstippen. Ich meine, hier ungefähr war die Stelle, ne? Ja, ich meine, hier war das. Und hier teste ich das jetzt gleich mal ein wenig mit der Laube auf der Match. Ich baue mal eben alles zusammen. Ja, und beim Zusammenbauen fällt einem dann ganz schnell auf, dass man mit seinen hochwertigen Matchrouten doch ganz schön schnell auch am Limit ist. Und zwar am Limit des Wurfgewichts. Maximales Wurfgewicht haben wir jetzt zum Beispiel hier auf der Monster Match von 60 Gramm. Was haben wir hier auf der Rebellion Match? Auch 60 Gramm maximales Wurfgewicht. Naja, zum Glück habe ich noch eine dritte Route. Und zwar in dem Fall hier die Falcon Match mit einem maximalen Wurfgewicht von 250 Gramm. Leider keine Bonuswerte drauf und ähnliches. Aber das Teil bauen wir uns jetzt einfach mal zusammen mit einer schönen, saftigen, frischen Laube. Ich gehe anfangs erstmal ein bisschen vorsichtiger rein. Und zwar ein bisschen größer, denn ich weiß noch nicht, was hier reingeht. Ich habe das Ganze noch nicht probiert. Das machen wir jetzt hier einfach mal blind. Köderfischmontage. Ich hau mir da die fette Pose drauf. Einen Haken nehme ich, glaube ich, nur einen Viererhaken. Und dann nehmen wir hier eine saftige Laube. Und zwar eine, die noch am Zubbeln ist hier. So. Und dann kann das losgehen. Tiefe, gute Frage. Wir haben es hier ungefähr 2 Meter tief. Ich gehe mal auf 1,80 Meter. Gucken wir mal, ob da was geht. Und dann werfe ich auch mal nur so halb ungefähr aus. Ja. Und dann gucken wir mal, was hier geht. Ich glaube, ich werfe mal ein bisschen weiter nach rechts rüber. Und dann lassen wir das mal hier so einfach locker rübertreiben. So, da vorne bis in den Schatten. Dass man ungefähr so einen Anhaltspunkt hat. Wenn ich dann gleich irgendwo eine Stelle ausfindig gemacht habe, wo was reagiert, dann kommt natürlich auch gleich vielleicht noch einen Clip rein, dass ich immer wieder ungefähr an die gleiche Stelle werfen kann. Und dann ist das gut. Ja, jetzt habe ich natürlich noch 2 Routen sozusagen Platz. Ich denke, da werde ich gleich mit den Grundrouten auch gleich nochmal reingehen und weiter probieren. Die werde ich allerdings deutlich größer und stärker ausbauen, denn es können ja hier Weißlachse reingehen. Es können ja hier eben auch Störartige reingehen. Und die gehen dann eben schon richtig hart rein. Grundsätzlich vom Setup jetzt hier doch relativ groß. Also mit 31er geflochtener Schnur. Das ist die vom Weihnachtsmarkt. Da passt zum Beispiel jetzt hier auf die Tagara. Passt die gesamten 500 Meter drauf. Auf sowas wie eine Wenger. Oder sowas wie einen, wie die Overlord. Da passt natürlich noch weitaus mehr an Schnur drauf. Aber das Teil nehme ich halt immer gerne. Also die Schnur nehme ich immer gerne. Wenn ich an Stellen bin, wo es auch mal brenzlig werden kann. Und das kann es hier, wenn man hier steht und so ein Fisch haut bis hier hinten hin ab, dann ist das ordentlich Strecke. Ich kann mal eben schauen, von hier oben aus bis da hinten in die Ecke. Naja, es geht noch, ne? Das sind 214 Meter bis hierhin. Das ist noch durchaus okay. Wenn die natürlich nach hier hin abhauen, da ist natürlich dann offen, da muss man dann irgendwann anfangen zu rennen. Aber normalerweise schafft man das eben auch hier. Na, war da was dran?
War da was dran? Ich glaube, ich gehe doch nochmal ein bisschen flacher. Denn zuletzt gab es immer mal wieder so ein paar eigenartige Bugs. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon hattet beim Posenangeln. Gerade oder häufiger, wenn man die Schnur sehr, sehr weit unten hatte. An der Yama ist das irgendwie aufgefallen, immer wieder mal. Und wenn man dann einkurbelt und so ein Fisch da irgendwie dran nübbelt, irgendwie hakt das nicht richtig, dann macht es zzzp beim Einkurbeln, beim Anschlagen. Und ja, nichts passiert. Aber es macht so ein komisches Zip. Und ja, kein Hakeffekt, kein... Oder es hakt so leicht, aber der Fisch ist irgendwie doch nicht dran. Und es macht dieses Zip und dann war es das wieder. Ganz, ganz eigenartiger Effekt. Keine Ahnung, ob das irgendwie verbuggt ist oder so. Werden wir sehen. Ja, ich baue jetzt nochmal eben zwei Grundrouten aus. Ja, soll ich jetzt schon rangehen oder noch nicht? Ich glaube noch nicht. Da ist was dran, Alter. Da ist was dran. Die Frage ist, zieht das Teil jetzt gleich die fette Pose runter? Die Frage ist immer, beim Posenangeln, wie nübbeln die Fische? Wie reagieren die Fische? Drittes Mal, dass der anhält. Kommen die angeschwommen, reißen das weg wie so ein Hecht oder ein Barsch? Oder müsste ich jetzt schon anschlagen? Und wenn ich jetzt anschlage, was ist es? Irgendwas Kleines, was so gerade mal eben schafft, die Pose anzuhalten? Was so groß ist wie die Laube selbst als Köder? Ich warte noch mal ein bisschen. Vielleicht ist es ein sehr vorsichtiger Fisch, der halt lange braucht, ähnlich wie ein Rotauge, bis es wirklich dann anbeißt. Und aber so ein langes, vorsichtiges Rumgezuppel. Ich glaube, ich schlage gleich mal an. Wenn das gleich nochmal passiert, schlage ich an. Auf Grund schleift das Ding auf jeden Fall nicht. Und nichts passiert. Also, ich habe nur 4er Haken. Ich bin gar nicht so groß unterwegs. Na, ich bin gespannt. Gucken wir mal. Ich schmeiß erstmal die beiden Grundrouten aus. So, die Grundrouten sind draußen. Die Pose geht jetzt auch nochmal raus auf 1,80 Meter Tiefe. Ich werfe nochmal weiter aus. Das sind jetzt hier beides mal die dicken, fetten Karpfenrouten. Beide sehr, sehr, sehr dick aufgestellt, also mit sehr, sehr dicker Schnur. Ziemlich sicher das Ganze auch gegen Hechtdurchbisse und ähnliches. Mit Köderfischen mitten am Tag kann das durchaus passieren. Gucken wir hier nochmal rein. Ja, ähnliches Setup eben auf die dicken, fetten Karpfenruten. Also damit jetzt eben auf ja, Weißlachs und Co. und Störartige. Gucken wir mal, was passiert. Im Idealfall geht mir natürlich aber auch irgendwas rein in Richtung Braschnikow. Wobei ich versuche eigentlich ja eher hier auf der Pose diesen Fisch zu finden. Vielleicht nehme ich auch gleich nochmal eine Grundrute raus und teste das nochmal mit einer Stippe oder sowas. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Oder andere Köder erstmal, um zu gucken, wo sind ungefähr die Heringe. An welcher Stelle, an welcher Entfernung. Wenn ihr hier nur steht fürs Weißlachsangeln, dann würde ich glaube ich ein bisschen feiner reingehen. Ich war ganz erfolgreich mit dem Weißlachs auf dem 27er Vorfach. Schön Fluorocarbon, 27er Vorfach, dass man dann diesen Lachs auch vielleicht ein bisschen feiner noch überlisten kann. Und dann gib ihm. Klappt in der Regel ganz gut eben, dann auch mit Laube. Und die große Frage ist natürlich jetzt auch zum Wochenstart. Das Ganze läuft ja jetzt hier auch schon einige Tage und häufig laufen diese Weißlachs-Spots gar nicht so lange. Das ist halt durchaus möglich, dass das schon eigentlich ja, gar nicht mehr läuft. Also möglicherweise stehe ich jetzt gleich hier und es passiert einfach nichts. Werden wir aber sehen und testen muss man ja. Zack, guck mal da. Gar nicht mit gerechnet. Der schießt auf einmal die Rute runter hier. Das ging schnell. Na guck. Was haben wir denn hier Schönes? Der erste kleine Weißlachs. Na guck, da ist er. 2,3 Kilo. Erster Fisch. Das ist doch nicht schlecht. Also, gucken wir direkt nochmal rein auf Laube. Hier haben wir noch ein paar saftige. 4-0er Haken übrigens. Und so ganz locker ausgeworfen.
sag nochmal raus, was sind das von der Entfernung? Ich denke mal so um die 20 Meter sind das vielleicht. Und das sogar auf recht übertriebenem Setup, also doch ziemlich großes Setup. Aber bisher auf der Pose, ne, gar nichts. Also kein, also immer wieder Zuppler, aber nicht ein Hakeffekt. Ich glaube, das wird schwieriger als gedacht. Zack, da geht doch mal was runter. Und so soll das auch sein. Endlich mal einer, der auch nach unten zieht. Und was ist es? Ein Hecht. Na klar. Wer auch sonst, ein unmaßiger, kleiner, verfressener Hecht auf meine lang und teuer erangelte Laube. Nee, doch. Laube, Alten. So, direkt die nächste dran. Und sofort wieder auswerfen. Ich werfe mal ein bisschen weiter aus. Und dann weiter hoffen. Und da zuppelt's links und da zuppelt's rechts. Gucken wir mal. Irgendwas Kleines aber auch nur. Aber das macht mir ja nichts. Ich will ja die Kleinen. Ich will ja die Braschnikow-Heringe. Genau den will ich. Genau den will ich. Und den jetzt noch in Großalden. Alter, genau den. Mann, 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 Mann. Genau den Braschnikow. Ich hätte es ja nicht gedacht. Ja, Mann. Genau diesen seltenen, super seltenen Fisch will ich. Direkt nochmal wieder ein bisschen weiter war das bei der Route auch. Bisschen weiter auswerfen. Gefühlt ist die jetzt gerade da gelandet. Und zwar knapp hinter, also hier ist ja der Stamm. Und dann im hinteren, also zwischen, jetzt in der Spiegelung, zwischen dem sandigen und der Baumkrone. Bei diesen bräunlichen Büschen hier. Da im Schatten ist das gerade gelandet von der Entfernung. Und ich glaube, ich gehe auch mal hier mit dem, mit der Pose, werfe ich auch nochmal weiter raus. 1,80 Meter Tiefe, beziehungsweise hier ist es deutlich tiefer. Ich gehe mal hier auf 2,50 Meter. Machen wir mal 2,30 Meter. Ich habe halt so ein bisschen, also ein ungutes Gefühl jetzt gerade beim Auswerfen oder bei, beim tief runterlassen der Pose, wegen diesem komischen Zip-Bug. Das ist halt echt uncool. Aber vielleicht klappt's ja. Gucken wir mal. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Und da hinten zuppelt's auch direkt wieder los. Na? Geht da was rein oder nicht? Ich weiß halt echt nicht, wann ich anzuppeln soll, ne? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal versucht, in dem Moment, wo es jetzt hier quasi das Gekrüssel um die... Genau das. Ist natürlich auch die Frage, vielleicht ist es auch einfach der Köderfisch selbst. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht schwimmt einfach der Köderfisch selbst entgegen der Strömung und verursacht dann das. Der schwimmt da vielleicht unten rum, helikoptermäßig. Ne, der ist ja aktiv, dieser Köderfisch. Auch wenn er, selbst bei den vergammelten Lauben oder sowas. Vielleicht ist es einfach der Köderfisch, der da die ganze Zeit rumzuppelt. Weil es ist immer gleich. Und es ist immer ein leichtes Rumgezuppel, wie halt eine Laube auch irgendwie rumzuppelt. Und ich denke einfach mal, wenn da jetzt wirklich was Aggressives kommt, wenn da jetzt gleich ein Räuber kommt, wie bei dem winzigen Hecht von 300 Gramm, zack, der geht rein und snackt sich das Ding weg. Hey, ne? Was ist denn ditte? Kaspischer Schwarzrückenhering? Ich wollte es gerade gar nicht glauben. Im Absinken lassen, gerade ausgeworfen, zack, im Absinken lassen, ich spanne den oder mache den Bügel zu, zack, auf einmal hängt die Rutenspitze runter, da ist quasi im Absinken schon der kaspische Schwarzrücken reingegangen, das ist ja ein Ding, aber auf der Pose nach wie vor nichts, ganz, ganz schwieriges Ding und ich bin mittlerweile da hinten quasi an der Sandbank, also im Schatten der Sandbank. Ja, so ungefähr da von der Entfernung. Und wenn die Pose gleich an der Stelle ist, dann sage ich auch, wo die Routen gerade liegen. Also die Grundrouten. Na, Stückchen noch. Das ist ja ein Ding. Im Absinken auf der Grundroute ballert da schon der kaspische Schwarzrückenhering rein. Ja, ich werde das gleich nochmal testen mit anderen Ködern. Weil das ist ja auch durchaus interessant. Ich meine, den Schwarzrückenhering habe ich schon. Aber der Braschnikow, das ist halt super, super selten. Und wenn der mal reingehen würde, als Trophy natürlich, das wäre ja super krass. Ich meine, so alleine ist ja auch schon nicht schlecht, ne?
So alleine ist ja schon gut. Seltener Fisch nimmt man immer gerne mit. Gucken wir mal, ob sich das lohnt. Rein kohlemäßig ist es natürlich wieder so ein Ding. Wahrscheinlich lohnt sich das nicht so sehr, ne? Also so viel, es sei denn, da kommt jetzt gleich noch ein, zwei große Weißlachse, die da zufällig reingehen, vielleicht noch was Störartiges, dann ist das kohlemäßig wahrscheinlich alles wieder okay. Aber so im Großen und Ganzen geht es eigentlich hier eher darum, seltene Fische zu fangen, die man schwer überlistet. Und ja, wie auch schon in anderen Videos gesagt, es gibt halt immer zwei Möglichkeiten zu angeln. Entweder auf einen seltenen Fisch, dann kostet das Ganze tendenziell vielleicht sogar eher noch was. Oder man angelt an Spots, wo man Silber macht. Und das muss man sich einfach verinnerlichen. Da muss man auch irgendwie fit mitgehen und klar drauf kommen, dass man auch mal Silber ausgibt für den Fisch. Und auch wenn das da eine Nullnummer wird, naja, dann ist es halt nun mal so. Und dann geht man halt irgendwann wieder an Stellen, wo man halt wieder richtig gut Kohle macht. Und selbst mit dem Laubenstippen oder Laubenangeln kann man ja sogar schon fett Kohle machen. Also, gucken wir mal, was jetzt hier noch geht. Ich warte nochmal ab, bis es dunkel wird. Und dann gucken wir natürlich auch gleich nochmal, was das denn so an Silber gebracht hat. Ja, die Nacht ist angebrochen. Pose macht also die ganze Zeit nichts. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter rumprobieren und testen. Vielleicht liegt es auch an den verschiedenen Tiefen oder am Spot. Vielleicht kennst du ja noch eine Stelle, die vielleicht besser funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall gleich nochmal testen und im nächsten Tag auch nochmal testen auf andere Köder. Einfach grundsätzlich ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, wenn die Fische da sind, dann hat man natürlich auch die Chance, dass der irgendwann mal reingeht. Ich gucke gerade nochmal eben in die Rekorde rein. Braschnikow-Hering, und zwar hier ruhig auch in die absoluten. Dieser seltene Brocken. Und guck mal da, der ist gar nicht so selten auf Laube. Das ist doch gar nicht so schlecht. Gucken wir mal in die Vergangenheit rein. 2021, 2023er Archiv. Wie war das? Und jetzt guck dir das mal an. Also, Eintagsfliege, Eintagsfliegenlarve. Auch eben als guter Köder. 23er Archiv. Und auch hier komplett schon auf Laube reingeschossen. Also, das scheint einfach damit auch gut zu funktionieren. Und dementsprechend einfach noch weiter testen. Ich glaube, ich werde mir gleich nochmal die dritte Grundrute zusammentüdeln, auch da vorne hinschmeißen. Jetzt geht es aber gerade nochmal kurz ans Café bzw. zum Shop und wir gucken mal eben nach den Preisen. So, und da sind wir dann auch schon am Fischmarkt. Ja, das ist er doch hier. Das ist der Grund, dass nicht nur das ist der Grund, aber das ist natürlich auch ein Grund. Der bringt einfach super viel Silber. 300 Gramm Fisch, 50 Silber. Und das schmeckt natürlich. Das ist natürlich wirklich schmackhaft. Aber letzten Endes geht es mir eigentlich nur darum, den als Trophy abzuhaken. Also knappe Stunde jetzt da, kann das sein? Nee, eigentlich nicht ganz. War ja jetzt nur die halbe Zeit, tagsüber sozusagen. Also eine gute halbe Stunde vielleicht jetzt da gewesen. 75 Silber mit den paar Fischchen ist soweit okay. Schwarzrücken ist drin, Braschnikow als Trophy ist drin. Ja, das ist doch angenehm. 700 Gramm. Ja, verdoppeln wir den Fisch doch einfach mal. Und dann ballert der mir schon bestimmt einfach rein. Übrigens war das gerade auf dem 4-0er Haken. Vielleicht sollte ich doch nicht mit dem 4er Haken reingehen, sondern einfach komplett übertrieben rein und dann hoffen, dass hier was Dickes noch reinballert in Richtung Braschnikow-Hering. Also, Petri Lümmels, ab an den Spot. Testen, testen, testen. Geduld haben. Bei solchen Dingern kann das auch einfach mal Monate dauern, bis das Ding irgendwann mal reingeht. Petri, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf YouTube und Twitch gleichzeitig immer montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr mit Russian Fishing 4. Petri.